So, das Pokalspiel steht wieder an. So, dein Quartalsjob sozusagen ist mal wieder angesagt. Wie geht's dir gerade? Wie ist deine Vorbereitung und deine Vorfreude aufs Spiel? Die Vorfreude ist sehr groß. Mir geht's sehr gut. Ich denke, dass wir jetzt letzte Woche eine gute Trainingswoche hatten. Ein recht ordentliches Spiel jetzt in Lautern gehabt und jetzt wieder ein Spiel. Es gibt nichts Schöneres wie Spiele. Und wir freuen uns drauf. Ja, so ein Auswärtsspiel in Bielefeld, klar, wird Stadion voll sein, Drittligist, weiß man wahrscheinlich, was einen erwartet, oder? Ja, Kampf, Fighten, wie Sie gesagt haben, ausverkauftes Haus, Pokalspiel, einer muss rausfliegen, ist immer eine besondere Brisanz, von daher wissen wir, worum es geht und nehmen das auch an. Aber das Erstrundenspiel, das mag ja dann eigentlich so als Erfahrung dann, also gerade auch für dich dann richtig gut gewesen sein, ne? Ja, war auf jeden Fall alles mit dabei. Verlängerung schon mal gekostet, war genauso ein Pokalfight, wie wir das morgen erwarten. Und von daher sind wir da gut gerüstet. Ja, vielleicht können wir sportlich mal drauf schauen. Arminia, klar, irgendwie dritte Liga, weiß man, jetzt so ein bisschen in Lauf reingekommen. Wie würdest du sagen, ist so der Respektlevel, muss man die so richtig als starken Drittligisten auch einschätzen, wo es echt eng werden kann für euch? Auf jeden Fall. Ich denke, die Form, ihre Form, die letzten paar Spiele hat uns nochmal deutlich gezeigt, dass man die auf gar keinen Fall unterschätzen darf. Ist ein sehr traditionsreicher Club, der auch sehr viel Fans mit sich bringt und das wird auf jeden Fall ein heißer Kampf. Mhm. Wie ist eigentlich jetzt so, ich sag mal, dadurch, dass du im Prinzip nur im Pokal spielst, so deine Vorbereitung? Also ich meine, das ist jetzt 2 Monate her ungefähr, das erste Spiel, jetzt kommt das nächste. Also von Rhythmus kann man ja nicht reden in dem Sinne, ne? Nee, nicht der Rhythmus Woche für Woche. Aber die Trainingseinheiten sind auf einem unheimlichen Niveau, wo man sich nicht ausruhen darf, sonst fällt man direkt hinten runter. Und ich denke, das hilft mir brutal, mein Level zu halten und zu verbessern. Und genauso gehe ich jetzt auf das Spiel an, um der Mannschaft am besten helfen zu können, dass wir eine Runde weiterkommen. Vielleicht kannst du mal schildern, wie das so im Zusammenspiel auch mit deinen Mitspielern ist. Kommen die so seit, keine Ahnung, gestern nochmal so richtig auf dich zu? Oder ist das sowieso im Alltag im Prinzip so, dass du da, ob du jetzt gerade spielst oder sitzt sozusagen, dass das so läuft? Nee, also war bis jetzt alles ganz normal. Wir stehen im Training jeden Tag zusammen auf dem Platz und da kommt jetzt nicht noch irgendwie jemand extra auf mich zu oder so. Das sind Automatismen und ich denke, für die wird das auch kein Problem sein. Ja. Wie schätzt du eure Form ein im Moment? Also das mit diesem Heim-Auswärtsunterschied und so, das haben wir jetzt alle mitbekommen. Wie schätzt du das ein? Die letzten 3-4 Spiele seit Düsseldorf, finde ich, geht es wieder deutlich in die richtige Richtung. Wir spielen ja zu Hause sowieso sehr gut. Auswärts teilweise kommt auch ein bisschen Pech dazu, ein bisschen Spielglück für den Gegner. Aber rein von der Mannschaft und von dem Gefühl her zu bewerten, geht es auf jeden Fall wieder berghoch. Dankeschön von mir. Gerne.